Hallo liebe Stadionfreunde und herzlich willkommen zu MLS TV. Heute sind wir in Meppen, der SV Meppen empfängt den TSV Havelse. Ja, Havelse ist seit 10 Spielen unbesiegt. Ob das heute beim 11. Spiel auch der Fall sein wird, wir werden es sehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dem Vlog. Wer ist denn das? Moin, grüß dich. Wie geht's dir? Guten selbst. Dann gehen wir mal rüber. Sitzt vorne oder auch hinten? Mir ist das egal. Hallo. Grüß dich erstmal. Es geht, ne? Wir sind hier irgendwo im Nirgendwo. Kai hat uns allein gelassen. Wo hast du denn geparkt? Da ist er doch wieder. Ich hab da jetzt irgendwie. Jetzt sind wir reingekommen, aber wir sind auf der Suche nach unseren Akkreditierungen und unseren Leibchen. Aber es sieht gut aus. So, wir haben jetzt alles bekommen. Wir sind jetzt hier im Stadion drinne. Ich bin übrigens das zweite Mal heute hier. Ich bin sehr, sehr gespannt. Beim letzten Mal war die Stimmung echt mega. Ich denke, heute wird es nicht anders sein. Kai ist immer der Erste, der auf den Rasen geht. Ja. Sonst trauen wir uns nicht. Nein. Oh, ist schön, ne? Ja, ich glaube, das ist perfekt. Haupttribüne, ne? Ah, ich weiß nicht, ob das so das Lied ist. Das ist halt wahrscheinlich so eher Sponsoren und so, das wahrscheinlich die Fans. Geil. Geil. Moin, moin, moin. Hey, grüß dich. Hi. Gut, gut angekommen. Ja, alles super. Seid ihr auf der Seite? Alle immer am Handy, diese Jugend von heutzutage. Peinlich immer, ne? Also das Wetter wird immer schlimmer. Ich entschuldige mich schon mal jetzt für die ganzen Windgeräusche. Das wird heute auf jeden Fall ein sehr, sehr nasser Vlog. Hi. Wir sind hier nicht in der Disco, das ist hier der Spielertunnel hier. Einfach im Vlog gehalten. Sehr, sehr sympathisch. Die Bräuchen sind da. Mein Glas. Wir haben jetzt nochmal eine Runde gemacht, die Havelse-Spieler sind gerade aufs Feld gekommen und wärmen sich gerade auf. Und die Meppner-Spieler kommen gerade auch auf das Spielfeld, um sich aufzuwärmen. Grüß dich. Moin. Hi. Was geht? Hi. Schön nass geworden? Ja. Einmal scheint hier wieder die Sonne, mal Regen, mal Sonne. Also das wird heute ein verrücktes Spiel anscheinend. Ja, zwei Veränderungen, ne? Einmal Engelking drin und Schläfer jetzt mit drin. Schauen wir mal. Die Spieler gehen jetzt alle rein. Gleich geht's hier los.
Gleich geht es hier los. Möge der Bessere gewinnen. Heute sind wir echt sportlich aktiv. Jetzt mussten wir nochmal die Seite wechseln. Oh. Aber sie kommt. Das Spiel startet mit zwei guten Chancen auf beiden Seiten. Oh! Da war sie, die richtig gute Chance für Mappen. Was geht hier weiter? Mappen hat super gestartet und kriegt hier früh den Elfmeter hier im Spiel. Diese Tormusik kommt mir sehr bekannt vor von letzter Saison. Mappen führte sehr früh im Spiel mit einem Foul-Elfmeter. Diesmal gibt es keinen Elfmeter. Was ist hier heute los? Also Mappen hat angefangen wie die Feuerwehr. Ob es heute beim 11. Spiel die erste Niederlage sein wird? Ich weiß es nicht. Wir haben noch genug Zeit. Mappen kommt schon wieder. Oh! Ja, man kann von Glück sprechen, dass es hier noch 1-0 steht. Das könnte jetzt nochmal interessant werden. Abseitsentscheidung, es steht hier weiterhin 1-0. Aber ich muss sagen, Mappen macht echt Druck. Ich bin gespannt, wie Habe sie darauf reagieren wird. Jetzt kommen wir mal Habe. Tja, es war ein Pass an Kai. War ja aber leider echt. Mittlerweile sind wir in der 32. Spielminute und hier gab es Gelb für Havelse. Bei den letzten zwei Spielen haben sie zweimal Rot bekommen. Ich hoffe, dass das bei diesem Spiel nicht der Fall sein wird. Nächste gelbe Karte, diesmal für Mappen.
Und jetzt kommt die nächste gelbe Karte. Das entwickelt sich hier zu einem sehr interessanten Spiel mit dem Schiedsrichter. Die nächste gelbe Karte. Er guckt mich schon nicht an. Ich weiß nicht, ob das ein neuer Negativrekord ist, aber Havelse hat in den letzten drei Spielen jetzt die dritte rote Karte bekommen. So früh im Spiel, Mappen führte weiterhin 1:0. Wir sehen mittlerweile die vierte Ecke für SV Mappen. Also wirklich, das erinnert mich gerade an die letzte Saison. So fühlt es sich gerade an. Immerhin noch mal eine Chance. Die nächste gelbe Karte und wahrscheinlich heute auch nicht die letzte. Nichts Neues, die nächste gelbe Karte. Hier ist gerade Halbzeit. SV Meppen führt hier 1:0 durch einen Foul-Elfmeter. Havelse ist hier nur noch zu 10. Daran sind wir schon leider gewinnen. In den letzten drei Spielen hat Havelse drei rote Karten bekommen. Und Meppen sieht hier nicht so aus, dass sie hier sich mit dem 1:0 zufrieden geben werden. Ich denke, alle denken an das Gleiche. Wird Havelse heute mit einer Niederlage nach Hause gehen oder nicht? Denn sie haben seit 10 Spielen noch kein einziges Spiel verloren. Ist es heute soweit? Wir werden es in den nächsten 45 Minuten sehen. Nochmal Meppen. Oh, das sah gefährlich aus. Nächste gelbe Karte. Seht ihr den Regenbogen über Meppen? Hier steht es 2:0 für SV Meppen gegen die TSV Havelse. Ja, man konnte es erahnen, dass es so laufen wird heute nach der frühen roten Karte. Das war sehr, sehr knapp. Nächste gute Chance für SV Meppen. Wir sind mittlerweile in der 57. Spielminute und hier gibt es Eckball für die TSV Havelse.
SV Meppen. Ja, ich hoffe, dass das jetzt nur nicht noch schlimmer wird. Wie gesagt, genau wie in der letzten Saison, da hat Meppen 4-1 gewonnen. Wirklich sehr schade, Frau, bitte. Die nächste gelbe Karte im Spiel. Spielminuten sieht nicht so aus, dass hier sich noch irgendwas an Ergebnis ändern würde. Ja, Meppen führt hier 3:0. Und ja, viel kann ich nicht dazu sagen. Wir sind in der Nachspielzeit und hier gibt es den zweiten Elfmeter im Spiel. Chance für Meppen für das 4:0. Das war es dann wohl, 4:0 für Meppen. Ich habe schon beim 1:0 gesagt, es waren ähnliche Vibes wie in der letzten Saison. Das war es dann mit der Supersäge von Havese. 10 Spiele unbesiegt. Beim 11. Spiel ist damit Schluss. Christopher! Und wir haben einen neuen Spielstand. Es ja, das war's. SV Meppen besiegt hier den Spitzenreiter 4:0. Verdient, muss man sagen, auf jeden Fall. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Wenn ja, gebt gerne ein Like, kommentiert unter diesem Video und abonniert gerne den Kanal. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.